Servus miteinander. Ja, es ist Frühling und was passiert im Frühling? Die Laser schlagen aus. Viel Spaß. Ja, die Post war da, hat mir mal wieder was gebracht. Ich sehe schon, von welcher Firma es war. Es war einmal von ACMA, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie ihr seht, wir haben hier mal ein Pump-Kit, dazu ein Air-Pump-Kit, was ich sehr schön finde. Die haben sich nicht lumpen lassen. Ich habe auch noch einen Rotary-Roller dabei. Das ist aber so ein Standard, so wie er halt öfter mal dabei ist. So, wir gucken mal hier hinein, was da noch drin ist. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Es müsste ein Laser sein. Ein 10-Watt-Laser. Aber was das andere ist hier, weiß ich nicht. Was ist das denn? Handschuh, okay. Was ist das? A Laser Engrave Enclosure. Okay. Not bad. Great. Mit allem dabei. Hier Durchführungen. Lustigen Plastik-Dinger. Das muss man dann so drüber aufbauen. Okay, ja, das ist schön. Hammer. Toll. Ist ja auch schon mal was. So, und dann haben wir hier den. Habe ich euch jetzt wehgetan? Weiß ich nicht. Den ECMA P1 Laser Engraver. Ja, müssen wir mal gucken, was da so ist. Wie komme ich da rein? So, vielleicht? Nein. Ah, hier. Aber das ist bestimmt unten. Ja. Ah, ja. Da sehe ich schon was, okay. Das ist der Kopf oben, wobei die Verstellung schon mal wieder nicht schlecht ist. Die finde ich besser wie bei so manchen sehr teuren Geräten. Ja, komm raus. Das ganze Ding rausnehmen. Naja, das geht. Okay. Dann nehmen wir das alles raus. So, viele Gestänge, ein wenig Holz. Eine Antenne an einem Gerät. Die Frage ist, wo ist der Laser versteckt? Ist der hier drunter versteckt? Ich weiß es nicht. Ah ja, doch, ich habe ihn gefunden. Also hier ist das untere Gestänge. Gestänge. Fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein. Ich bin alt. So, und dann sind wir hier nochmal. Also meine Hose hochziehen, sonst sieht man meinen Hintern am Schluss noch. So, hier unten, glaube ich, habe ich den Laser gefühlt. Also wie gesagt, diese Aufnahme finde ich schon mal gut. Ja, das geht relativ zäh, das ist okay. Das finde ich stark. Da kann ich nämlich den Laser stufenlos einstellen. Ist die Frage, ob ich es brauche. Aber ich habe hier, das sehe ich auch eben schon, habe ich eben diesen Abstandshalter, zack, zack. Und dann weiß ich, wo der Laser, wo wir hin müssen. So, und hier müsste es der Laser drin sein, oder? Das ist der Laser. Nein, das ist ein Netzteil. Der Laser ist unter der Brille. Ha, Tatsache. Tatsache. Hier ist der Laser. Der Laserkopf, oh, mit integriertem Air Assist. Finde ich nice. So, der hat zwei Laserdioden drin, zwei 5 Watt Laserdioden. Luminous Power 10.000 Milliwatt. Okay. Also, oh, das ist aber auch gar nicht schlecht. Hier sollte mal Schrauben gewesen sein. Kann ich das in die Ecke drehen? Nein, kann ich das nicht. Moment. Also hier sind Magnete dran. Das soll da oben irgendwo halten. Pack mal hier die Folie weg. Finde ich interessant. Und kann dann noch normalerweise so rüber. Ach, nee, Quatsch, hier ist ein Loch. So, jetzt muss halt der nur noch darüber. So,
Hältst du den auch da oder nicht? Ah ja, doch. Ja, ein bisschen stärkere Magnete wären es nicht so schlecht gewesen. Aber ihr seht, hier ist der schöne... Pst, mal ein bisschen hoch hier. So. War das hier? Hier ist der Anschluss für den Airsist. Das finde ich cool. Geht direkt rein hier. Ich weiß allerdings nicht, wozu dann diese Aussparung ist. Aber okay. Ja, dann kann ich den hier festmachen. Kompaktes Design. Muss man sagen. Was haben wir da? Da geht ein Draht drüber. Sieht ein bisschen mysteriös aus hier. Machen wir weg hier. Ja, zack, zack. Zap. So. Ja, und dann haben wir das Lasermodul. Der Laser an sich hier drin ist geschützt durch den Airsist. Das ist auch schön. Ja, dann gucken wir halt einmal, was der so kann. I'm really excited. So, halt, hier ist noch was. Holz. Hier ist noch was. Anschluss für die Pumpe. Was ist da noch? Da ist auch noch was versteckt. Ja, da war viele Fächer versteckt. Hier haben wir Schrauben. Hält sich auch in Grenzen. Schraube, 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 Werkzeug, Brille. Halt, hier ist noch was. Hier ist noch was. Kleine Schrauben. Okay, dann sind es doch ein paar mehr Schrauben, wie ich dachte. Okay. So, ich habe jetzt hier mal die Bedienungsanleitung hergerichtet. Was ich feststellen muss natürlich, es gibt nichts auf Deutsch. Es gibt Englisch und Schriftzeichen, die ich nicht verstehen kann. Vermutlich Chinesisch. So, wir haben hier ein Bild. Wir haben hier mehr Bilder. Assembly Process. Adjust Pulley Spacing. Wie soll ich jetzt gleich am Anfang machen? Also die hier. Schräubchen. Okay. Mit Werkzeug. Werkzeug ist dabei. I do. Right. Wir nehmen nochmal hier das mit drauf. So. Wenn ihr euch über den Radau etwas, wenn ihr den hört, dann ist einfach nur ein Ender 5. S1. Den habt ihr schon gesehen. So, was ist das jetzt? Jetzt habe ich hier einen 10er Schlüssel dabei. Soll damit die Pullis irgendwas machen, aber der passt nicht. Was ist das denn? Es geht ja schon gut los. Dieses erste, was ich mache. Und ein 8er. Der 8er passt so ein bisschen. Ja, der ist schon okay. Aber der 10er? Nee. Der geht nicht. Der geht nicht. Da fange ich nicht mit dem an. Sondern draw the X-Axis assembled in 2Y-Selection. Okay, ich brauche auf jeden Fall mal zwei Alu-Extrusionsteile. Die soll ich da hinbauen. Wow, so war. Ja. Nicht schlecht. Ich hole jetzt mal alles da raus. Das ist dann die hintere Seite vermutlich. Oder das ist vorne, das kann auch sein. Das muss ja dann der sein. Der muss... Ich verstehe es. Verstehe ich es? Weiß ich nicht. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, glaube ich. Es dauert ein bisschen. Ihr kennt das. Also den hier, was ich noch nicht weiß, ist, hier habe ich 2, hier habe ich 3. Der Motor muss zu mir zeigen und das mit den 3 Löchern muss vorne sein. Okay. Ich glaube, dann haben wir das schon soweit. So, bevor ihr pusht, ne, das passt schon. Da brauche ich eh nichts Schrauben, das ist eh eher locker als... Das brauchen wir nachher. Ja, ja, schon recht. So, auch hier. 3 Löcher von mir weg. Hier rüber. Ich gehe davon aus, dass die glatte Fläche außen ist. Jawohl. Wo willst du denn hin? Das geht so leichtgängig. Flutsch halt runter. Auf jetzt. Hier auf der Seite. Sieht auch gut aus. Jawohl. Okay. Okay, ist nicht so tragisch. Alles cool. So, dann soll ich jetzt schon einen Laser hinbauen. Das ist aber auch Quatsch, oder? Eigentlich. Kann ich machen, kein Thema. So, einmal Laser, sagt er, soll ich nehmen. Und soll den hinbauen. Und zwar von der Seite montiert irgendwie. Moment, wo ist das, wo ich das an der Seite montieren kann? Da fehlt noch sowas vorne drauf, so eine Blende. Genau, also hier muss noch irgendwie eine Blende drauf. Das sind die Schrauben mit Senkkopf. Okay. Dann kommt jetzt der Laser hier an die Seite. Da sind auch nochmal 4 Löcher. Bleibt da dran. 4 Löcher, die kommen dann hier hin. Okay.
könnte das sogar so hochfahren und muss ich gar nicht halten. Geil. So. Da kommen jetzt rein 4M3x8 Half Round Head Screws. M3x8 Screws 4. So. Dann kommt das hier dran. Also jetzt kommt eines von den, jetzt kommt das hintere Blech dran. Ich vermute mal, dass das dann vorne ist. Da ist der Schalter drauf und ja, der Schalter und der Schalter. Also muss das dann hinten hin und der kommt vorne hin, damit man das auch schön sehen kann. Okay. Check, check. Jawohl. Da steht er schön. Jetzt muss der hier quasi vorne hin. Der muss so rüber, dass man das auf jeden Fall in Bewegung geht hier. Also so. Gut. Dann mache ich erst den fertig. Nein, nicht nach hinten wegrutschen. Was für Schrauben brauchen wir da? Schnell. Was brauchen wir? M535, womit wir wieder beim 5er BMW wären. M535. Ja. Yeah. 6 Stück haben wir da. Ich soll erst den hinteren festmachen. Ich weiß noch nicht wieso. Aber wir machen das so. Hier steht das. Also erst den hinteren. Tschabuck. Da kommt jetzt Momento. Ja, das war dumm. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Ich muss die nochmal drehen. Warum? Ja, so rum geht es nicht. Warum? Weil der Riemen muss natürlich nach unten. So, einmal den gleich unten durchfädeln. Und dann hier rüber. Okay. Also so, den unten durchfädeln gleich. Hoppla. Dann kann man oben gleich wieder über die Rolle drüber da. Jetzt, okay, dann ist jetzt das wiederum vorne. Das muss da dann hin, der muss hinten hin. So, hinten haben wir die zwei M535er Schrauben. Und dann, wollt ihr irgendwas machen, bevor ich das vorne hinbaue? Nö. Sieht nicht so aus. Schauen wir erstmal das fest. Ich weiß immer noch nicht, warum der hier nicht anzieht. Spüre man auch. Weil ich oben die 16er brauche und unten, ne, brauche wahrscheinlich oben die 35er und unten die 16er. Was aber nicht da steht. Ich brauche M535-2 und M516-2. Oben sehe ich es ein, unten ist es zu lang, da lang die 16er. Okay. Aber es ist auch nicht ersichtlich, ich kann es euch gerne zeigen nachher. Bestimmt wieder ein Video auf der SD-Karte oder so, wo ich jetzt nicht geguckt habe natürlich. Assemble the front panel. Required materials M535, 4 Stück, M516, 2. Ich kann ja auch durchsehen, was er macht, aber... Ich schraube das mal fest. So, ich habe es geschafft. Bisschen ausgeredet, bisschen nach oben gedrückt, dann hat es auch hingehauen. Musste nur den Winkel erkennen. Aber so muss ich sagen, ist das eine schöne Konstruktion eigentlich. Die ist auch fest, also das ist nichts mit hier, da wackelt irgendwas. Ohne große Winkel nochmal dazwischen zu bauen oder sowas, das ist schon schön eigentlich. Kann man nicht meckern. Erstmal natürlich. So. Gut, also schon fest, hinten habe ich auch festgezogen. Jetzt fehlt noch die Verkabelung. Einmal von unten, einmal von oben, oder wer? Müssen wir nochmal reinschauen hier. Das ist, ach ja, klar. Der muss natürlich einmal hinter und der muss einmal hier rüber. Aua, hier stechen mich irgendwelche Sachen darüber und ich würde sagen, der hier wird wahrscheinlich dann so wieder nicht hingehören. Der muss hier hin, dann muss der noch ein bisschen weiter hinter. Das ist okay. Hier sind die Löcher exakt so vorgebaut, wie ich es brauche, nein? Ja gut, der ist sicherlich
Wie soll das? Nee, alles cool, da ist ein Langlauf drin. Alles gut. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Also da oben sind immer Löcher drin. Die sind schön gebohrt, sind 3 Stück. Kann man schön da reinbauen. Ein Traum. Ich würde auch mal, also ich glaube, ich habe auch gleich die richtigen Schrauben gefunden. Es sind nämlich nur noch die als Senkkopf da. Und die können wir jetzt hier hernehmen. Also ist schon mal schön, da hängt zumindest dann schon mal nichts mehr an der Seite übereinander. Das finde ich schon okay. So, jetzt kommt der hier hinten ran. Hier hinten ist auch nochmal ein Halter dazu. Sehr schön. Also da muss ich dann nichts mehr mit Kabelbinder oder sowas festmachen. Schön, schön. Nehmen wir halt den richtigen. Also gerade bin ich jetzt hier hinten. Und da seht ihr immer, hier sind immer 3 Löcher drin. Einmal hier Langloch 1, 2. Dann kann man jetzt hier die Kabel da schön durchziehen an der Seite. Aber ich muss erstmal festschrauben. Hier waren sie auch schön vorgebohrt. Hier sind sie auch noch. Also da kommt dann jetzt die Schleppkette hin. Von da nach da. Da vorne muss ich auch noch festschrauben. Und dann wird das gut. Nicht da reinfallen. Wo bist du denn jetzt hin? Hat er die Schraube auf dem Motor abgelegt. Warum? Weiß ich. Da ist sie. So, hier ist er fest. Hier haben wir jetzt nochmal die Anschlüsse. Was ist das, HDMI oder was? Sieht so aus. So, dann kommt jetzt als nächstes hier die Verkabelung. Also Y- muss jetzt natürlich darüber. Na komm. Deine Hand ist halt einfach nicht so gut. Dann haben wir hier natürlich noch den Y-Motor. Der muss da runter. Ne. Anziehen. Das wird eine Pisse. So, ein bisschen knapp, aber das geht. So. Dann fehlen natürlich noch die da oben. So, die habe ich auch schon mal angesteckt. Also hier steht dort ein Y-, kann man jetzt nicht lesen, hier auf der anderen Seite. Und hier ist dann eben Y. Oder was X? Ist ja vollkommen wurscht. Nee. Also X und hier Endschalter. Und jetzt habe ich noch den einen übrig. Und wo wird der hingehören? Natürlich in den Laser. Das gefällt mir nicht so gut. Der ist jetzt hier drauf auf dem Metall. Muss man hier so durchziehen? Weiß nicht. Ja, glaube ich, werde ich es lieber dann mit dem Kabelbinder oben festmachen, dass er am Kabelbinder aufliegt. Hier vibriert es die ganze Zeit. Irgendwann schrubbt sich da die Isolierung durch und dann hast du den Salat. So, ich habe jetzt Folgendes gemacht, um die Riemen zu spannen. Ich habe jetzt eines, und zwar, man sieht hier, das ist ein bisschen dumm. Ich habe hier einen Anschlag. Hier fehlt dieser Anschlag hinten aber. Jetzt kann ich aber eines machen. Ich habe jetzt den Laser einmal komplett vorgefahren. So, einmal hier hingefahren, an den Anschlag, dann hier gespannt auf der rechten Seite und dann bin ich hier rüber gefahren, habe ihn auf Anschlag gefahren und habe ihn dann gespannt. Weil sonst, wenn du es hier hinten spannst, das Ganze, und du hast im Normalfall, zeige ich es euch hier nochmal. So, jetzt hast du diesen Abstand hier. So. Jetzt, wenn du ihn hier hinten hast und du ziehst an dem Riemen, ziehst dir diesen Schlitten noch ein Stück weiter hinter. Und zwar bis maximal zu dem, dass der Motor hier ansteht. Und dann ist natürlich die ganze Achse hier schief. Das heißt, ich habe jetzt das eben umgangen und habe gesagt, ich nehme jetzt den hier vorne als Ausgangspunkt. Den lassen wir hier anschlagen, ziehen ihn hier rüber, bin bis hier hingegangen. Denn da seht ihr, da ist ja auch nochmal ein Blech dazwischen. Und das ist dann das Maximale, was er hier fahren kann. So, jetzt kommen wir einmal zur Umhausung, Einhausung. Ja, wenn wir die Einhausung jetzt mal zusammenbauen, jetzt holen wir uns erstmal natürlich noch das Laser Engrave Enclosure Installation Tutorial an. Wir gucken. Tutorial. Tube, 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 Tube. Adapter. Aluminium Tube. Zusammenbauen. Zeug außenrum machen. Okay. Wir haben Tube 1, Tube 2, Tube 3. Okay. Tube 2, Tube 3, Tube 2, Tube 2, Tube 1, Tube 1. So, dann würde ich sagen, bauen wir das erstmal zusammen. Ich weiß zwar nicht, wozu ich jetzt hier Handschuhe dabei habe, aber gut. Sind Ecken hier angezahlt. Ich brauche aber etwas mehr, da sind noch welche. So. Gottes Willen.
So, das heißt, wir brauchen 1, 2 zusammenstecken und 3 geht dann nach oben. Ist das ein angenehmes Geräusch? Ich glaube nicht. Das ist wie beim Zelt zusammenbauen, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Zelteln? So. Na stimmt, letztes Jahr haben wir erst Zelt aufgebaut. Unsere 50-Jahr-Feier, stimmt. Also nicht ich bin 50 geworden, sondern unser Fliegerverein. So. Stimmt auch nicht. War ja 50+1 Feier, weil das andere ja wegen den Koroniten ausgefallen ist. Die mit nach oben, die passen auch. Ja. Das wird sich dann schon ausspannen, würde ich sagen. Ja? So, dann beziehen wir jetzt mal unser Konstrukt hier. Das ist tatsächlich so selbstfahrenden Foliengedöns. Mit Reißverschluss, okay. Oh. Mit Sichtfenster. Und riecht halt exakt so, wie man sich halt so Luftmatratzen und sowas, wie man das in Erinnerung hat, wenn man damals in den Italienurlaub gefahren ist, oder auch letztes Jahr, und da seine Luftmatratze ausgepackt hat. So, wo ist Anfang, wo ist Ende? Vor allem, wo ist der Reißverschluss? Wo ich da? Da sind Löcher, okay. Ah, hier, unten. Doch, der muss schon da drauf. Ach, der hat hier nochmal Löcher. Okay, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Ach, der USB-Anschluss ist dann für den Ding. Nee, keine Ahnung, nee. Was ist denn für ein Anschluss? Sieht aus wie HDMI. Nee, egal. Egal, also der gehört noch hier dran. Aber dazu muss er natürlich... Muss er? Muss ich ihn erst zusammenbauen? Nein, ich muss ihn... Da sind ja extra auch nochmal Löcher dafür da. Also hier die Löcher sind dafür da, dass die Schrauben da durch können. Okay. So viele Schachteln hier dran. So, okay. Jetzt seht ihr halt gar nichts. Dann zeige ich es euch gleich noch. Also hier sind die Löcher. Und da machen wir jetzt von innen rein den Ventilator. Und außen kommt dann das hier drauf. So, jetzt hängt der Rössel da dran. Der hängt da drin. Jetzt können wir es aufbauen. Aber ich sage immer noch, ich lasse das hintere offen, weil das Quatsch. Finde ich. Wie soll ich den da reinstellen? So, hier ist meine kleine Laserecke mittlerweile. Direkt überhalb, unterhalb vom Fenster. Was ist denn jetzt hier so laut? Und da wird er jetzt hinkommen erstmal. Und jetzt muss ich natürlich noch dieses Teil da drüber stellen. Aber ich muss natürlich auch noch eines machen. Ich muss irgendwie die Reste da rauskriegen. Deswegen habe ich gesagt, ich stülpe es einfach nur drüber. So einfacher. Ist das jetzt eigentlich so groß, dass es gar nicht hinpasst? Oder kriege ich es drüber? Müssen wir uns auch noch schnell schauen. Das müssen wir auch schauen. Da muss ich meine Ecke noch irgendwie ändern. Ja, du musst schon ein bisschen weiter rüber da. Oh shit. Passt das jetzt nicht darunter? Was liegt denn hier? Hubschrauber raus. Ja, okay, das hätte man tatsächlich auch da so reinstellen können. Das würde gehen. So, jetzt ist es wild. Jetzt ist da draußen der Rasenmäher. Ist es, der ist so laut. Der Hausmeister-Service. Das ist der beste Rasenmäher. Den haben wir auch im Verein draußen. Der mäht wie ein Weltmeister. So. Nein, ich bin nicht zu faul, um den Rasen zu mähen. Das ist nicht mein Rasen. So. Allgemein Rasen.
So, jetzt haben wir hier ein paar Schläuchlis noch. Okay. Schläuchli, Werkzeugis, Pumpe. Oh, das sieht aber edel aus, ja. Aha. Mit lustigen Gummifüßen. Und einem Schalter mit Regulierung. Okay. Ah, hier ist nochmal eine Düse, damit man das auch überall dran bauen kann. Adapter. Mehr Adapter. Okay. Dann war es das hier auch schon wieder. Instructions. Schließ den Schlauch da an. Genau. Kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir hier diesen Adapter anschließen. Ja. Adapter auf Schlauch. Jawohl. Und jetzt müssen wir da noch rein. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich den Adapter hier jetzt reinbringe. Naja, doch, das ist sogar richtig. Okay. Das ist der Adapter für das Ding hier. Bisschen groß, finde ich. Aber gut. Okay, jetzt muss ich den nur noch wieder. Was ist hier? Warum so locker? Ja. Ne, so passt schon. So passt das. So, dann muss der da noch rein. Muss ich irgendwie von unten rein. Von hinten, von unten rein. Überall. Alles geht ab hier. So. Einmal wenn hier. Unter die Konstruktion. Und dann obenrum irgendwie. Das ist schon eng hier geworden. So, okay. Dann muss der da oben rauf und dann da runter. Und jetzt machen wir das einfach mal prophylaktisch hier hin. So. So und so. Das ist aber ein bisschen sehr locker da jetzt. Das gefällt mir nicht. Wie soll das gehen? Muss man das da mitfinden? Das ist aber auch Blödsinn. Machen wir mal. Weg. Das Ganze. Aha. Das ist so ein bisschen sehr locker hier. So ein kleines Manko habe ich jetzt hier. Wenn ich jetzt da unten einmal ziehe, ich habe hier ein ziemlich großes Spiel, finde ich. Und das kommt zum einen mal natürlich von dem Radl hier unten, aber es ist auch ein Spiel hier drin. Das verstehe ich gar nicht. Weil die Schrauben sind angezogen as fuck und es ist trotzdem noch sehr, naja, windig. Aber das kann man beheben, würde ich sagen, wenn man jetzt hier hinten was dagegen klemmen würde, wäre das nicht so. Ihr seht es hier unten allein, wenn ich das mache. Brutal. So, jetzt habe ich ihn mal angesteckt. Jetzt gucken wir mal. Erstmal, erster Testlauf, also einmal anschmeißen. Was macht er? Nichts. Warum macht er nichts? Achso, warte mal, wir haben das Schlüssel auch noch. Muss man den auch noch machen. Alle drei Sicherheiten, oder? Tatsache. Okay, man hört ihn. Jetzt stecke ich den Air-Assist mal an. So, jetzt läuft mal alles. Der Air-Assist, der Lüfter, alles. So, jetzt müssen wir mal schauen. Machen wir das an.
Also der Y-Achsenmotor ist ja der hier an der Seite, also der da. Und da machen wir das jetzt genauso, wie wir es geschrieben haben. Ich soll das abstecken. Habe ich getan. Jetzt wird hier etwas laut. Y steht sogar drauf, okay. Und dann soll ich den passenden aussuchen und da dran basteln. Gut. Und A kommt dann eben an den hier dran. Der kommt dann da rein. Wir brauchen ja die eine Achse nicht mehr. Der kommt hier hin. Dann schieben wir uns den hin, wo wir ihn hinhaben wollen. So, wunderbar. Und jetzt muss nur noch der darüber. Da ist es der Rotary. Der muss es natürlich höher. Jetzt würde ich mir wünschen, dass das etwas besser geht. Aber gut. Okay, wir spulen mal vor. Das ist die maximale Höhe, die ich jetzt hier haben kann. So, wie soll ich jetzt hier lasern? Seitlich oder was? Das ist natürlich Käse. Ja, wie man sehen kann, ich habe jetzt mein feinstes Porzellan ausgepackt und habe das jetzt als Füße drunter genommen. Das reicht jetzt aus, damit ich da den Abstand eigentlich schön einstellen kann, denke ich mal. Schauen wir mal, ob das so passt soweit. Ja, jetzt ist ausreichend Platz da. Werde ich dann als professionelle Riser für den Eckmeer anbieten. Wieso quietscht denn das so eklig? Vorher hatte ich es noch gelobt. So passt. So passt das. Okay. So, wo habe ich jetzt meine schwarze Farbe da? Wo ist meine schwarze Farbe? Okay, gut. Das passt soweit. Für mich als Gedankenstütze, ich bin jetzt bei Machine Settings die Y-Steps per Millimeter von 80 auf 65. Warum? Weil es da steht. Aber die 80 muss ich mir halt merken. So. Okay. Schreiben. Jawohl. So, ich muss aber das Homing noch ausmachen. Würde ich sagen. Weil sonst ist es ja Quatsch. So, was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist die Position starten von, habe ich jetzt auf aktuelle Position genommen, nicht auf absolute Koordinaten. Das war das, was wir umstellen mussten vorher. Und jetzt mit Rotary brauche ich es natürlich wieder nicht mehr. Denn sonst würde ich mir immer auf meinen Home-Position zurückfahren wollen, was natürlich nicht geht jetzt gerade, weil die Y-Achse nicht da ist. Also die Y-Achse ist ja der Rotary. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen kleiner hier. So, gleich geht's los. Wir sagen Füllen und Linie. 500, 100. Ja, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Okay, ich würde aber sagen, wir drehen das Ganze ein bisschen noch. So, nochmal, zack. Oh, das ist ein bisschen groß. What? Ja, das ist schon eher. Okay. Ich mach mal zu hier oben. Jawohl. Sieht so schön orange aus. So, und jetzt. Ja, mach mal. Was? Ja. Okay. Ja. Ui. 100% Leistung ist wahrscheinlich zu viel. Aber ist egal. Lass mal den mal machen. Ist wahrscheinlich zu viel. Was ich auch mal gerne ausprobieren würde, ist, ob das mit Klebeband funktioniert. Wäre natürlich noch eine Idee. Also gerade bei spiegelnden Sachen wie Glas würde ich auf jeden Fall trotzdem eine Brille aufsetzen, auch wenn das Ding da wahrscheinlich das abschirmt, aber sicher ist sicher, würde ich mal behaupten. Er braucht ein bisschen, ja. Ich mache mal aus dabei. Das ist natürlich die Frage, ob wir irgendwas Brauchbares rausbekommen haben, weil ich natürlich... Oh ja. Aha, wir sind schon wieder genau spiegelverkehrt. Dann muss das Zeichen nach vorne stehen. Hat er wieder nicht aufgepasst, der Bub. Naja. Aber es scheint drin zu sein. Okay, wir versuchen es einfach nochmal so rum. So rum. Und machen nochmal einen Rahmen, bitte. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen ein bisschen weiter so rüber. So. Und so. Ja. Wir probieren es nochmal. Ich würde aber sagen, etwas schneller. Weil mit meinen 500 hier ist natürlich ein bisschen wenig. Wie es hier ausguckt. 2000, hopp, haben wir gesagt. Ja, das ist auf jeden Fall drin. Aber ich habe natürlich so gelasert, dass man das anders nicht mehr sieht. Aber egal. So, okay, es hat funktioniert. Schön. Macht er immer. So, ich habe jetzt was Neues noch hier. Schauen wir mal, ob wir den reinbringen. Warum geht er nicht? Geht schon. Komm schon.
So. Gucken wir mal hier, wie es da ausguckt. Ja. Wie siehst du denn dieser Schäps, der dumme Kaffeebecher? Das ist das, Mann. Was kann der beschweren? Naja, das geht schon. Ich will nur sehen, ob es geht. So. Let's go. Selbes Motiv nochmal. Jawohl. Jawohl. Irgendwas macht was. Oh. Was ist das? Aha. Okay. Das ist interessant. Achso, ja, ihn hat es natürlich dann verschludert. Müsste das irgendwie. Aber ich habe doch so ein Ding dabei. Wo habe ich denn das wieder hingelegt? Nein, nein. Job. Okay, auf Alu füllen war dumm, also machen wir es ohne Füllung. Ja, möchte ich haben. Zur Not ist dann Chuck her, der Chuck von der Mama. Das sieht witzig aus. Ja, ja. Sieht aus wie mein T-Shirt-Design. Toll. So, einmal mit Isopropanol gereinigt. Gefällt mir. So, jetzt fahren wir mal mit 100er Geschwindigkeit und 100% Leistung vom Laser. So, dann lass uns mal gucken hier, was das ohne Stift macht. Oh. Ja, nicht schlecht. Und das geht auch nicht weg. Nee. Nicht schlecht. Machen wir mal nur Linie auch auf Glas. Würde mich jetzt auch interessieren, was da passiert. Nur Linie auf Glas und ja, so langsam. Was sieht, I don't know. Also jetzt sind wir mit 100 und 100 gefahren, wie gerade eben auch beim. Oh nee, komm. Ich will das sehen. So. Okay. Ja, sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Das andere E sieht man nicht so gut. Warum weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. So, ein Test, der jetzt natürlich noch fehlt, ist der Schnitttest. Und ja, da bin ich gespannt. Also ihr seht auf der rechten Seite, das müssten die Schnitte damals gewesen sein vom X-Tool, denke ich. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der so hinbringt. Wir machen jetzt 100% und eine Geschwindigkeit von 100. Und zwar Linie und lassen ihn mal fetzen. Ich bin gespannt. Also 100, 100. Ja, da sieht man schon was Schönes. So, jetzt wenn wir mal mehr machen hier. Was nehmen wir? 500. Okay, wir setzen das Ganze ein bisschen drüber. Machen den nächsten Schnitt mit 500. Zack. Ja, das ist ein ganz schöner Schnitt. Das machen wir jetzt nochmal. Also beim zweiten Schnitt sind wir auch noch nicht durch. Wir nehmen mal noch einen. Ich würde es gerne umdrehen, aber wir machen es nochmal. Ihr zählt mit. Ja. Ja. Ein bisschen fehlt noch, ne? Ich möchte mal, Moment, ich möchte einfach zwei Durchgänge haben mit 100 nochmal. Ne, wir nehmen 200. 200 passt. Er fängt immer da. Warum? Verstehe ich es auch nicht.
cool aussehen tut es auf jeden Fall. Drei Durchgänge mit 200, 100. Also man sieht, bei dem weichen Holz geht er schon ziemlich krass rein. Ich habe das auch mit dem anderen Holzschattel da probiert. Und da hätte ich ein paar mehr gebraucht. Jetzt bin ich aber ein bisschen weit drin. Ja? Achso, jetzt fährt er so wieder zurück. Okay, so mochte ich das. Zack, jawohl. Noch viel weiter runter fokussieren kann ich nicht tatsächlich. Weil sonst steht mir die Glasscheibe an. Könnte ich zwar wegmachen, aber dann ist mir mein Air Assist im Weg. Ja, aber doch bin ich nicht. Das ist schon cool, wie der Beam hier aussieht. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also beim ersten war es jetzt eine Schnitttiefe von 1,5 cm circa. So weit komme ich runter. Das ist schon gar. Also beim einem Durchgang, wir probieren es nochmal mit einem Durchgang. Ein Durchgang, 100. Wir schauen uns nochmal an. So, wir gehen noch ein Stück weiter rüber. Wir schreiben es auch daneben. 100. 100. So. Und los. Karte. Dalala. Okay, also hier bin ich auf jeden Fall durch. Achso, Moment, ich bin ja wieder dumm. Ich habe ja drei Durchgänge hier gemacht. Aber okay, also er ballert es durch. Ist mir jetzt egal, wir lassen das jetzt mal machen. Kommt auch ganz schön viel Rauch überall raus. Also was man sehen kann, er ist auf jeden Fall mal da durch. Das riecht auch schon sehr lecker. Hui. Ja, ist ja gut. Will ich nicht. So, alles cool. Das haben wir weg. Zack. Wir nehmen Schnitteebene einen. Und zack. Und jetzt möchte ich das hier haben. Okay. Hui. Also, wie man hier schön sehen kann, komme ich, wenn ich da was schreiben möchte, dann natürlich schon irgendwo dahin, wo ich sage, ja, da sind wir durch. Und ja, Traum. Das ist der Schnitt. Wunderschön. Deswegen immer Safety-Wasserglas. Ja, und auch hier bestätigt sich eben wieder, wo ist er? Was? Da waren wir. Also der hier, das ist jetzt wieder, das sind 1,5 cm beim ersten Mal mit 100. Also das funktioniert sehr schön. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt einiges gelasert. Zum einen mal natürlich für den Muttertag, für meine Laserluise, ein paar Blümchen und dann noch eine Vase gedrückt. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, habe ich toll gemacht. Jetzt habe ich den Stiel abgebrochen. Also das war zum Beispiel einmal eins von den schönen Sachen, die ich gelasert habe, ein Blumenstock, ein paar Blümchen und ja, seht ihr auch hier nochmal, etwas kleiner. Das waren dann natürlich verschiedenste Blümchen, die ich da gemacht habe, eine Blumenstrauß. Ich werde das Ganze natürlich, was ich jetzt ihr geschenkt habe, auch noch einblenden, seht ihr dann. Ja, der Rotary funktioniert sehr gut,
muss ich auch sagen. Also, schauen wir hier nochmal die schöne Kaffeetasse rein. Habe ich ja versprochen, dass ich nochmal zeige. Also, ihr seht hier, das Blöde an dem ist natürlich, er wobbelt ein wenig hin und her. Und deswegen habt ihr hier gerade bei dem Steffi-Schriftzug, der sieht ungefähr so aus wie der hier. Ja, das ist aber Absicht. Hier war es nicht Absicht. Aber auch hier auf dieses, was ist das denn? Edelstahl. Ist das Edelstahl? Ich glaube, ja, das ist Edelstahl. Funktioniert das sehr gut, auch ohne Anmalen. Hätte ich gar nicht gebraucht. Und beim Glas, ja, da müsste ich noch ein bisschen an den Einstellungen feilen, tatsächlich, habe ich gesehen. Also man merkt hier schon, da ging was. Aber, also so rum muss es ja sein. Aber es ist noch nicht gleichmäßig. Also da, die Einstellung muss ich noch finden mit diesem Laser hier. Seht auch hier, einmal habe ich es verkehrt und draufgelegt gehabt. Man sehen kann, hier, ja. Dann, die Schnitttiefe, habt ihr auch gesehen, 1,5 cm. Nicht die versprochenen 2, aber ich würde sagen, es reicht. Hier habe ich dann noch ein paar Versuche gehabt. Also ich habe einen Haufen Zeug gelasert gehabt. Gerade was ja, Gravur und so weiter angeht, habe ich für mein Paar auch zum Vatertag wollte ich was machen. Ich habe aber die Einstellung nicht hingekriegt, weil mein Holz halt zu unterschiedlich ist. Seht ihr hier zum Beispiel ein schönes Bildchen. Mal sehen, ja, kann man schon sehen. Machen wir ein bisschen näher ran. Da habe ich aber dann ein schöneres noch gefunden gehabt. Hier, lauter Versuche habe ich da gemacht zum Gravieren, aber mit Jarvis etc. pp. Dann haben wir noch, habe ich noch was da hinten? Ja, da habe ich noch die Ausschnitte von den Blumensträußen, die Bildchen. Ja, den Laser an sich, da müsst ihr jetzt gucken. Diesen Laser hier habe ich gesehen bei Amazon für 722 Euro. Bei ECMA selber kostet das Ding 379. Also da würde ich tatsächlich nochmal überlegen. Die Leistung ist vollkommen ausreichend. Also 10 Watt ist schon gut Power für das Ding. Ja, und der Air Assist ist ja im Prinzip gleich dabei. Also die Düse vorne ist gleich mit dort. Das Air Assist Set könnt ihr auch separat kaufen. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Aber ich muss tatsächlich sagen, mit dieser Einhausung und dem Komplettset, was ich da bekommen habe, ist schon ein geiles Teil. Was auf jeden Fall bei mir zu Hause bleiben wird, ist diese Einhausung. Denn ja, für hier oben gibt es eigentlich nichts Besseres. Hier Schlauch, alles gleich mit dabei, kommt oben aus dem Fenster raus und gut ist. Eine Sache möchte ich euch natürlich nicht verschweigen. Und zwar, ich musste in Lightburn noch ein paar Sachen umstellen, beziehungsweise ich musste mir was runterladen von der ECMA-Seite. ECMA. Das muss ich in Lightburn dann importieren. Ich hatte vorher keine Chance, meine Positionierung von dem Laser zu ändern. Also ich habe in Lightburn mein zu lasendes Objekt verschoben und der Laser ist aber immer auf derselben Position gewesen. Deswegen habe ich mir da was runtergeladen. Ich blende es euch einfach mal ein und habe das dann in Lightburn importieren müssen im Prinzip. Ich kann euch aber den Vorgang kurz zeigen. Und danach hat die Geschichte erst funktioniert. Dann konnte ich eben auf absolute Koordinaten gehen und das konnte ich vorher zum Beispiel nicht machen. Und dann hat er mir zum Beispiel, wenn ich in den Rahmen gemacht habe, hat er quasi hier unten angefangen. Dann habe ich gesagt, mach den Rahmen und bzz, 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 ist er rübergefahren. So. Wenn ich jetzt nochmal Rahmen gedrückt habe, ist er nicht wieder hier zurückgefahren, sondern er hat hier weitergemacht und, bzz, bzz, bzz. Und dann nochmal Rahmen. Bzz, bzz, bzz. Das heißt, also ich hatte nie die Position, die ich eigentlich haben wollte. Aber wie gesagt, nachdem ich mir das runtergeladen habe von der ECMA-Seite, es in Lightburn importiert habe, funktioniert die Geschichte auch wunderbar. Eine Sache, was auch gut funktioniert, ist das Fokussieren von dem Ganzen. Er hat ja hier an der Seite den Stift drin. Was ihr aber sehen könnt, doch, seht ihr schon hier. Er hat ja hier den Stift drin, mit dem ich ja fokussiert habe. Ist genauso wie beim X-Tool etc. pp. Also das funktioniert auch einwandfrei. Der fährt auch wunderbar, der macht auch gerade. Also nachdem ich ihn dann schön eingestellt habe, ich habe es euch ja gezeigt, wie man ihn am besten einstellt, funktioniert die Geschichte auch. Wie gesagt, Lüfter und so weiter war bei mir alles dabei. Tippitoppi. So, die Geschichte mit Lightburn, die ich euch erzählt habe, findet ihr hier. Also hier Pages Eckmeer P1-1. Ich verlinke es einfach unten. Und da geht ihr einfach auf Motherboard Firmware. Da findet ihr dann das hier. Das kann man auch nur aufklappen. Und dann könnt ihr das im Download, könnt ihr das dann runterladen. Im Download könnt ihr es runterladen, ja. Und da haben wir das. Jetzt seht ihr, da sind lustige Zeichen drin. Und jetzt seht ihr hier, da ist ein LB-Set. Und die Gribble NC. Und da, wenn wir mal reingucken, da steht alles drin. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe. Und jetzt habt ihr hier eben, hier, Machine Settings, da wollt man hin. Und jetzt müsst ihr eben hier einmal auf Load machen und da findet ihr jetzt die Datei ECMA P1 LB Set. Und dann müsst ihr OK machen, dann sagt er, ja, write das. Und jetzt habt ihr hier eben Current Position oder User Origin, das könnt ihr jetzt auswählen. Links oben ist der Anschlag, ja, und dann habt ihr auch die Geschichte, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Also nicht so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, alles in allem, was soll ich sagen, ist es ein tolles Set. Wer den ganzen Schnickschnack nicht braucht, also wer nur den Laser haben möchte, der ist ja eigentlich hier im Store ganz gut beraten. Den anderen Schnickschnack, wie gesagt, kann man sich ja so dazu kaufen.
Dann, was mir aufgefallen ist, also was nicht wirklich im Betrieb auffällt, ist diese wackelige Aufnahme von dem Laserkopf. Das tut einfach nichts. Was ich gut finde, ist der Notaus. Was ich gut finde, sind die Sicherheitsfeatures. Was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, sind die Sachen hier, was man da noch machen kann. Also mit der SD-Karte in der Seite etc. Ich habe nämlich meine SD-Karte, die dabei war, verschmissen. Also im Normalfall ist auch da ein Tool dabei, wo man die Firmware neu flashen kann etc. pp. Aber ich habe die SD-Karte, ist wahrscheinlich irgendwo bei den anderen SD-Karten gelandet. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Aber wie gesagt, also das Ding vom Aufbauen her ist nicht das Problem. Das kann man schon nehmen. Ja, tolles Teil. Und für den 10-Watt-Laser auch nicht wirklich teuer. Ja, und das war es wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, lasst mir ein Like und einen Daumen da. Nein. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Drückt die Glocken. Für's euch.